Hallo und herzlich willkommen bei unserer Golf-Biomechanik Akademie. Ich bin Frank Drollinger und ich werde dir heute ein paar wichtige Tipps und Infos geben, mit denen du dein Golfspiel signifikant verbessern kannst. Jeder Golfschüler wird früher oder später mit unzähligen verwirrenden Tipps für den perfekten Golfschwung konfrontiert. Da einige dieser Anweisungen nicht selten genau das Gegenteil der anderen aussagen, ist das Chaos perfekt. Es liegt nahe, dass wir irgendwann gar nicht mehr unterscheiden können, welche Schwunganweisung falsch und welche richtig ist, welche uns weiterbringt und welche nicht. In unserer Videoserie Fehler und Mythen wollen wir dir dabei helfen, Schwungfehler zu identifizieren und die falschen, leider weit verbreiteten Schwunganweisungen als Mythen zu entlarven. Wir helfen dir dabei, deine Vorstellung eines korrekten Golfschwungs zu korrigieren und damit dein eigenes Spiel zu verbessern. Das Ausstellen des linken und rechten Fußes ermöglicht eine bessere Hüftrotation im Rückschwung und Downswing. Falsch! Um Schmerzen im Rücken zu reduzieren und eine bessere Hüftrotation zu erlangen, finden wir immer wieder die Anweisung, den rechten und linken Fuß auszustellen. Wie bereits in einem unserer früheren Videos erklärt, verändern wir durch das Ausstellen des linken Fußes unser Alignment, dadurch das Ausstellen des linken Fußes auch die Hüfte und der Oberkörper leicht nach links ausgerichtet ist. Wenn wir jetzt zusätzlich den rechten Fuß, um dem entgegenzuwirken, auswinkeln, dann verschlechtern wir in beide Richtungen unsere Rotationsfähigkeit. Wir blockieren uns selbst sowohl im Rückschwung als auch im Downswing, da wir durch das Ausstellen des rechten Fußes die Vorwärtsrotation abbremsen. Wenn wir den Selbsttest bereits im Stand machen, werden wir dies bereits hier schnell erkennen. Durch das Ausstellen beider Füße wird die Hüftrotation stark eingeschränkt. Wenn wir nun eine optimale Hüftrotation erhalten wollen, müssen wir darauf achten, dass wir unsere Füße parallel ausrichten. Dies bedeutet immer parallel zueinander und parallel zum Zielhorizont. Das heißt im 90-Grad-Winkel zur Zielrichtung. An dieser Stelle sei auch der Free-Release-Golfschuh erwähnt, der das parallele Ausrichten der Füße gewährleistet und nach dem Ballimpact durch die intelligente, mitdrehende Sohle eine Rotation in Zielrichtung erleichtert, ohne das Alignment und eine perfekte Bodenhaftung zu behindern. Die drehbare Sohle löst nach dem Ballimpact aus und hat somit keine Auswirkungen auf ihren Schwung, sondern bringt ihnen ausschließlich gesundheitliche Vorteile. Wenn du regelmäßig über die neuesten Erkenntnisse und Vorteile unserer Free-Release-Methode informiert werden willst, dann abonniere hier unseren YouTube-Kanal oder registriere dich für unseren Newsletter auf unserer Homepage.